Liebe Chrono24-Nutzer, wie viele bereits wissen, kann man seit Ende 2016 auf Chrono24 nicht nur gebrauchte und neue Uhren kaufen, sondern auch Uhren direkt vom Hersteller. Einer dieser Hersteller ist Jochen Benzinger. Herr Benzinger, wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt. Wir waren auch mal bei Ihnen im Atelier. Und ich habe schon viele Uhrenmanufakturen, Uhrenfabriken besucht und war immer begeistert und überrascht, wie hochautomatisiert das dort ist. Viele CNC-Maschinen, alles computergesteuert. Und als wir bei Ihnen waren, ich glaube, das einzig Elektrische bei Ihnen in der Werkstatt war das Licht, wenn ich mich recht erinnere. Das ist richtig, das habe ich auch so gesagt. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, in Kontakt gekommen und heute sitzen wir hier und unterhalten uns über Benzinger-Uhren. Erzählen Sie mal ein bisschen über Ihre Marke, Ihre Werkstatt und wie das so entstanden ist. Ja, wie Sie, Sie haben uns ja besucht in Pforzheim. Also wie gesagt, wir sind eine kleine deutsche Manufakturmarke, sitzen in Pforzheim. Wir bauen eigene Uhren, wir veredeln Uhren für andere Hersteller. Wir bauen Limited Editions für große Hersteller, aber in erster Linie natürlich unsere eigenen Modelle. Unsere Modelle leben von drei Handwerkstechniken, das ist das Handgravieren, das Handgilleschirren und das Handskelettieren. Also wir sind, wie gesagt, eine Manufaktur im wahrsten Sinne des Wortes, Manufaktum von Hand gemacht. Die meisten großen Firmen, die sich Manufaktur nennen, sind eigentlich keine Manufaktur, weil sie nichts von Hand machen oder nicht viel von Hand machen. Bei uns wird fast alles von Hand gemacht. Wir haben Maschinen stehen, alte Gilleschirrmaschinen, die sind über 100 Jahre alt. Die haben Sie ja gesehen bei uns in der Werkstatt. Die werden von Hand gekurbelt. Unsere Gravurarbeiten werden mit Stiegeln ausgeführt, die sich die letzten 500 Jahre nicht verändert haben. Damit hat Albrecht Dürer schon seine Stichplatten gestochen. Unsere Skelettierarbeiten werden nicht mit der Maschine, die werden tatsächlich mit einer Goldschmiedesäge von Hand ausgeführt. Ja. Ja, ich weiß noch, als ich diese Maschinen gesehen habe, habe ich Sie dann ja gefragt, was machen Sie denn, wenn so eine Maschine mal kaputt geht? Und Sie meinten dann, die sind jetzt 100 Jahre nicht kaputt gegangen, die werden auch jetzt nicht kaputt gehen. Ist es wirklich so? Auch die Maschinen werden per Hand betrieben. Genau. Ich war da total beeindruckt. Und erzählen Sie vielleicht mal so konkret, wie denn so eine Uhr entsteht, also was dann genau da zu tun ist. Wir starten mit einer Uhr, mit einem Basiswerk, wir haben ein Schweizer Basiswerk, das wir benutzen. Wird bei uns zerlegt in der Werkstatt. Auch die Umbauten dann werden von uns in der Werkstatt gemacht, also so ein Regulatorumbau oder bei der Subskription, wo wir die Stunde, Minute nach oben versetzen. Das wird zuerst gemacht am Rohwerk und dann wird natürlich auch, werden Entwürfe von Hand gemacht, also nicht mit dem CAD-System, sondern wirklich von Hand gezeichnet. Dann werden die einzelnen Platinen auf Kittstöcke, sagen wir, mit Shellack werden die einzelnen Teile eingelackt, die werden in die Maschine gespannt, werden ausgerichtet, zentriert und dann wird tatsächlich von Hand gilleschiert, geschnitten. Also bei uns ist es auch so, bei einer Skelettierung wird zuerst das Muster entweder graviert oder skelettiert und dann wird ausgesägt. Im Gegensatz jetzt zu den typischen Schweizer Skeletteuren, die zuerst skelettieren, und dann werden die übrig gebliebenen Stege werden dann veredelt, graviert. Bei uns ist es genau andersrum. Und das ist auch das, was man beim Skelettieren, was Sie beim Skelettieren besonders machen. Sie haben uns ein paar Uhren mitgebracht. Vielleicht schauen wir uns die Uhren mal an und vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen. Also auch was wir hier sehen, Sie sehen diesen typischen, bei den Zifferblättern, diesen typischen Breguet-Frost, dieses Weiße auf den Zifferblättern. Muss man auch dazu sagen, da sind wir vielleicht auch mit die einzige Firma, die noch diesen Original-Breguet-Frost ausführen. Das ist kein Lack oder das ist auch nicht sandgestrahlt, sondern als Ausgangsmaterial haben wir Sterling-Silber, das ist 925er-Silber. Das heißt, von 1000 Teilen sind 925 Silber, die restlichen sind Legierungsbestandteile. Und wir nehmen das Zifferblatt nach dem Gilaschieren in die Flamme, lassen es schwarz oxidieren, waschen es mit verdünnter Schwefelsäure wieder, lassen es wieder an der Flamme oxidieren, waschen es wieder mit verdünnter Schwefelsäure, bis aus der Oberfläche die ganzen unedlen Bestandteile raus sind. Und dann kommt das reine Feinsilber raus. Und das war bei Breguet früher der Anlaufschutz. Der hatte damals noch keinen Lack, um die Blätter zu schützen. Ja, aus der Tradition raus.
machen wir das. Und das ist ein ganz typisches Merkmal von uns, diese weißen, gefrosteten Blätter, die gebläuten Zeiger natürlich. Das wissen auch die wenigsten. Das ist auch war früher bei Breguet ein praktischer Grund. Der hatte nur Eisen und kein Stahl, wie wir heute. Also wäre das innerhalb kürzester Zeit, wären die Zeiger gerostet. Und durch dieses thermische Bläuen, durch dieses künstliche Oxidieren, hat er die geschützt. Also hat wirklich eine Tradition. Vielleicht gehen wir mal auf die einzelnen Uhren ein. Genau. Also fangen wir mal mit der goldenen hier an. Ne? Wir haben hier einen Regulator, einen ganz typischen Benzinger Regulator-Umbau. Beim klassischen Regulator haben Sie ja die Minute, bleibt in der Mitte und nur die Stunde wird nach oben versetzt. Wir haben jetzt zuerst die Minute etwas nach unten versetzt, damit wir oben mehr Platz für die Stunde haben. Hat auch ein doppeltes Zifferblatt, aber wir haben immer ein Unterblatt und ein Topblatt drauf, damit wir ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Also hier ist ein doppelter mechanischer Umbau drin. Dann haben wir immer von hinten die Uhr offen, ist auch skelettiert, dass ich den Blick ins Werk habe. Also es sind so unsere typischen, das ist einmal der Regulator, dann haben wir hier einmal die Subskription, da ist die Stunde, Minute insgesamt nach oben versetzt worden, auch mit doppeltem Zifferblatt. Hier haben wir eine ganz ruhige eigentlich, ohne Zahlen außen, ein ganz großes Giosch-Blatt mit einer offenen kleinen Sekunde, eine ganz große kleine Sekunde und auch von hinten immer das typische Skelettierte. Sie haben uns ja auch gesagt, und als wir bei Ihnen waren, haben wir ja auch ein paar Zeichnungen gesehen, dass auch sehr viele Individualanfertigungen dabei sind und dass Sie auch sehr viele individuelle Kundenwünsche aufnehmen und die umsetzen. Ja, was waren denn so die außergewöhnlichsten Wünsche, die Sie erfüllen konnten? Was gab es ungewöhnlichste war? Wie gesagt, habe ich vorhin schon mal erwähnt, als einer das Aktfoto seiner Frau mitgeschickt hat, die wir dann von hinten skelettiert und graviert haben. Wir haben auch wissen schon, Sie, ob die Frau sich darüber gefreut hat? Das habe ich ja nicht gefragt. Nee, keine Ahnung. Aber ich glaube, es trägt er selber. Ein Kunde, dem mussten wir ein Unikat bauen. Er wollte ein Tourbillon plus Minutenrepetition. Also da mussten wir erstmal auf die Suche gehen, ein Basiswerk zu finden, das beides erfüllt, ein Tourbillon und eine Minutenrepetition. Die wurde dann bei uns, wir haben das Basiswerk gefunden, haben das bei uns umgebaut, haben ein Platingehäuse speziell gebaut. Die Uhr war richtig teuer, es war mit die teuerste, gegenüber 400.000 Euro damals. Für die Produktion wurde ein Film mit zur Produktion der Uhr gedreht. Und wir haben die Uhr ausgeliefert in die USA, der Kunde nimmt die Uhr in die Hand und sie ist ihm aus der Hand gefallen. Wir durften sie gerade wieder mit nach Hause nehmen. Ich meine, eine Uhr soll ja auch immer persönlich sein und eine Geschichte erzählen. Nee, also das kann man auch tatsächlich. Bei uns kann der Kunde kann sich mit einbringen tatsächlich. Wenn er einen Kunden einen Wunsch hat, kann er das über sie an uns weitergeben und wir erfüllen ihm fast jeden Wunsch. Dann. Ja, ich finde es klasse, dass so ein traditionelles Unternehmen mit so einer traditionellen Handwerkskunst letztendlich dann doch offen ist für so einen offenen, zukunftsgerichteten Vertriebsweg, wie die Partnerschaft mit Chrono24. Das finden wir super klasse und das zeigt, glaube ich, auch nochmal, dass Tradition und Zukunft bei diesen Uhren und bei Ihrem Hause sehr, sehr gut zusammenpasst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Benzinger, für die Partnerschaft und dass Sie heute hier gekommen sind und ein bisschen über Benzinger Uhren erzählt haben. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank ebenso für die Einladung und freue mich auf die Zusammenarbeit.